Tag, Herr Chef, sagen Sie, haben Sie mal ein paar Minuten Zeit in einer ziemlich dringenden Angelegenheit. Ich tu in Ihrem Laden schon eine Weile meine Pflicht und ich will Ihnen was sagen, ich mag Sie nicht. Als Führungskraft finde ich Sie allerletzte Wahl, fachlich und menschlich ein Totalausfall. Ihnen fehlt einfach die Übersicht, ich will Ihnen was sagen, ich mag Sie nicht. Jetzt gucken Sie nicht so blöde und fragen Sie noch wieso. Ich erklär's Ihnen gleich, erstens haben Sie kein Niveau, zweitens sind Sie ein mieser Knauserer, drittens stinken Sie auch und Ihr ewiges Genöle ist das Letzte, was ich brauch. Sie hängen so ziemlich jedem hier zum Hals heraus, mit Ihnen hält man selbst für Geld nicht lange aus. Und Sie würden sich wundern, was man so spricht. Ich will Ihnen was sagen, ich mag Sie nicht. Mit so einer Fresse morgens in den Spiegel zu schauen, das wird mir auch den ganzen Tag versauen. Sie haben auch wirklich ein selten dämliches Gesicht. Ich will Ihnen was sagen, ich mag Sie nicht. Sie sind so eine Null, so ein unbegabtes Schwein. Muss das hart sein, so wie Sie zu sein? So ein Flachmann, so ein Jämmerling, so ein Eunuch, so ein Blindfisch wie im Bilderbuch. In der Haut Ihrer Frau möcht ich nicht stecken. Mit Ihnen Verkehr? Nee, dann lieber verrecken. Mit so einem widerlichen, ekelhaften, schleimigen Wicht. Ich will Ihnen was sagen, ich mag Sie nicht. Bleibst du mal schön locker, kleiner Mann. Du weißt, dass deine Art Steuern sparen sehr teuer werden kann. Ein Anruf beim Finanzamt und du stehst vor Gericht, kostet mich 23 Pfennig und ich mag dich nicht. Gib mir deinen Daimler und einen Bruttojahreslohn und dann vertrau auf Gott und auf meinen. Ansonsten kann ich leider für gar nichts garantieren. Ich glaub, das wird sehr hässlich, das würde ich nicht riskieren.